Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play die Reise ins All. Wir sind mittlerweile bei Episode 10 angekommen und wir sind in der letzten Episode gerade noch rechtzeitig mit Magwitz aufgetaucht, um Eleonora und Professor Heißen vor dem Phantom der Oper zu retten. Und jetzt erleben wir im Prinzip die Geschichte, die Magwitz den beiden erzählt, wie er es dann geschafft hat, nachdem er vom Zug geschmissen wurde, diesen Heißluftballon zu finden und zu ergattern und damit die beiden zu retten. Und wir sind hier gerade frisch aufgestanden und stehen bei Phileas Fogg und Passepartout. Und die beiden versuchen in 80 Tagen um die Welt zu reisen und wir machen einfach mal weiter. Habt nicht vor, unter die Schornsteinfeger zu gehen. Ja. Gut, der ist halbwegs fit wieder, das passt mir ganz gut so. Was haben wir hier? Die Kommode ist leer. Du nimmst deine Flasche mit Wundsalbe. Gut, dann reden wir nochmal mit den beiden. Wenn wir nur diese verschrobene Landadligen für unsere Sache gewinnen könnten, aber ich fürchte, Graf Zeppelin wird uns sein erstaunliches Gefährt auch weiterhin vorenthalten. Nach der Hektik der letzten Tage habe ich gegen eine kleine Rast eigentlich nichts einzuwenden. Leider hat mein Herr sein gesamtes Vermögen verwettet, dass er die Reise in der Frist bewältigt, also wird es höchste Zeit weiterzukommen. Mon Dieu, wird das alles wieder knapp? Ja, das wird's wahrscheinlich. Ich würde sagen, wir gucken mal nach draußen. Ach, wo sind wir denn hier gelandet? Halleluja. Irgendeine Bar oder sowas, Grünzeug, mit dem man sich so gut verträgt. Nein, nein, Herr Offizier, hier ist mein Revier. Reimt der? Nein, nein, Herr Offizier, hier ist mein Revier. Entschuldigung. Hauen wir uns noch einen hinter die Binde. Ja, so ist gut. Ja, da steht mir noch einiges bevor. Was haben wir hier? Ein Kännchen, rufs Mädchen im Tännchen. Hä? Wie mein? Ach, nix. Was ist das für ein Bäuerin? Sobald die Knechte und Arbeiter ihre Wochenlohn bekommen haben, stützen sie sich in den Dorfkrug und hauen alles auf den Kopf. Also nein. Ja, was ein Wunder. Hoho, die Knechte sind schon ein lustiges Völkchen. Singen, spielen, trinken. Wenn sie nur bei der Arbeit genauso eifrig wären. Naja, du scheinst ja auch nicht viel eifriger zu sein bei deiner Arbeit. Wenn ich das mal so anmerken darf. Darf ich Herrn Lieutenant zu einem kleinen Spielchen einladen? Der Einsatz beträgt 10 Taler. Karten. Immer doch. Zu gütig. Ich glaube, das ist das Gleiche, was wir schon mal hatten im Casino. Ach, ich spüre, dass Glück in den Karten steckt. Ich habe 27. Ich zähle 24 Augen. Gewonnen. Oh, ich bedauere das zutiefst, Teletan. Oh. Hol ich mir wieder. Komm. Na los, hopp, komm. 18. Komm, das schaffe ich. Ja, 30. Okay. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. In dem Fall, wenn wir wieder auf Null draus sind. Gleich zwei Offiziere. Auf eine Schlacht nicht. Doch nur einer. Hoppla, wir zwei. Bleiben Sie doch mal stehen. Ja, der hat wohl deftig die Feinde hängen. Reden hält vom Trinken ab. Hat man davon, wenn man sich einfaches Volk widmet. Na, wo er recht hat. Aber selbst einen reinknallen, ne? Ein Stapel Spielkarten. Ja, ja, was bist du für einer hier noch? Die Ernte ist eingebracht. Vielleicht suche ich in der Stadt nach Arbeit. Dort soll neuerdings das Geld auf der Straße liegen. Geh doch zur Armee, Kerl. Ein nachdenkenswerter Vorschlag, Herr Lieutenant. Vielen Dank. Ja, ich glaube, davon ist er nicht so ganz überzeugt, wenn ich mir das so richtig vorstelle. Und dann reden wir noch mit dem. Achtung!
Wie bitte? Verstehe nicht ganz. Alte Gewohnheit. Lässt sich kaum abschalten. Ah ja. Was kann ich denn für Sie tun, Herr Lieutenant? Die Transportlossuche, Zerstreuung, fehlt mich. Erstmal Zerstreuung. Oje, wir sind ein kleines Dorf mit wenig Ansprüchen. Ich fürchte, mit dem Amüsebetrieb der großen Stadt können wir kaum mithalten. Allenfalls ein gepflegtes Kartenspiel kann Herr Lieutenant finden. Klingt nach entsetzlichem Provinzkaff. Kann ja vernichtenden Artillerieschlag anfordern und Abwechslung zu bringen. Hahaha, Herr Lieutenant. Aber da bleiben wir doch lieber langweilig. Benötige Transportmittel. Wenn es weiter nichts ist, einmal die Woche kommt die Postkutsche vorbei. Sie können so lange hier... Schnickschnack! Muss fixer und zackiger gehen. Schneller als die Postkutsche, du liebe Zeit. Was soll denn diese Raserei? Aber eine Eisenbahn einzuholen mit Volldampf. Eine Eisenbahn? Allmächtiger. Da kommt ja das beste Pferd nicht hinterher. Ich fürchte, außer... Na, was denn? Was denn? Merke doch, dass er was hat. Es ist ein etwas waghalsiger See, Herr Lieutenant. In unserem Dorf hat sich ein, honoriger Herr niedergelassen, der über die Mittel eines schnellen Reisen verfügt. Ich meine den Graf Zeppelin. Leider ist er so gar nicht auf Gesellschaft erpicht. Darum ist er auch aufs Land gezogen. Werde mit dem Herrn schon zurechtbiegen. Hehehe. Na dann viel Erfolg. Die anderen Reisenden haben sich auch schon die Zähne ausgebissen. Folgen Sie einfach der Straße ein Stück nach Westen. Dort liegt das Anwesen des Grafs Zeppelin. Okay, empfehle mich. Was haben wir hier? Was bist denn du für einer? Wessen Diener ist er denn? Ich diene dem ehrenwerten Hofkammernrat A.D. Julius Schöppelhofer, dem letzten Alchemisten dieser Welt. Alchemist? Ist doch überholter Quark. Sehr wohl, der Herr. Aber nehmen Sie bitte davon Abstand, den Herrn Hofkammerrat A.D. von Ihren Absichten zu unterrichten. Was anderes kannst du nicht sagen, oder wie? Ein Mörser samt Stößel. Damit lassen sich Dinge zerkleinern und vermischen, die später schöne Löcher in Tischdecken brennen. Haben wir hier wieder die Schwefel? Geh lieber in Deckung vor diesem Gebräu. Bestimmt wieder die sinnlose Schwefeltiktur. Gehen wir mal nach oben. Da ist er, der Verrückte. Was haben wir hier? www.alchemiewebsite.com. Hä? Versuchsreihe. Mische Jod, Kalk, Pottasche. Drei Stängel des Immergrün. Hat man Töne? Was erlauben Sie sich? Forschen Sie doch selbst nach dem Universal. Die Geheimlehre von Helena Blavatskij über die Umwandlung unedler Metalle von Johann Friedrich Böttger vom Wirken des Alkahest anonym. Okay. Mittelungsblätter der Loge des Steins der Weisen. Herausgeben von ihr selbst. Aha. Tabula Samragdina. Von Hermes Trismegistos. Oh mein Gott. Man verzeihe mir, falls ich manche von diesen Leuten hier falsch ausspreche. Ich kenne auch nicht jeden. Ah ja, da waren wir schon. Okay. Gucken wir mal da durch. Wuhu! Spinning! Finger weg vom Refraktor! Dann reden wir doch mal mit dem komischen Card. Unmöglich, wie soll ich unter diesen Bedingungen der Welt Innerste erkennen, frage ich sie. Was? Wer? Wo? Wie meint? Was wünschen Sie überhaupt? Gestatten? Von Macwitz. Schöppelhofer. Hofkamerad A.D. Julius Schöppelhofer. Seit meinem Eintritt ins Dasein eines Pensionärs kann ich mich voll und ganz meiner Leidenschaft widmen. Der Alchemie.
Aha. Aha. Ein Pulverpinscher. Potzblitz, bitte fortfahren. Oho. Erwarten Sie nicht, dass ich Ihnen die Geheimnisse meiner Kunst offeriere, Herr Lieutenant. Geheimnisse? Ist doch allgemein bekannt, wonach die Herren der Alchemie suchen. Gold! Und, wenn ich gewonnen? Tja, nun, gewissermaßen, also quasi beinahe. Ich möchte eingeschränktes... Bestimmt. Herr Hofkamerad AD, reden ja fast so ein Kauderwelsch wie ein Parlamentarier. Dann will ich konkreter werden. Ich bin dabei, der Alchemie ihren angestammten Platz zurückzuerobern. An der Spitze des Fortschritts. Was bringt es, den Erdenstaub nach reinen Metallen zu durchwühlen? Per aspera ad astra heißt die Devise, Herr Lieutenant. Verstehe nicht ganz, worauf Herr Professor worauf Herr Hofkamerad AD da anspielen. Auf einen goldenen Meteor. Nach meinen Berechnungen ist er geradezu zwangsläufig, dass ein derart beschaffenes Exemplar, der einst auf unseren Himmelkörper fällt. Alchemie und Astronomie, Herr Lieutenant. Goldig, prächtig. Wann fällt uns der edle Klunker denn in den Schoß? Eben das zu ergründen, hindert mich mein hinterwäldlerischer Nachbarschaft. Der Blick durch das Refraktor ist mir verwehrt. Das ständige Rauch vom Nachbarhaus aufsteigt. Wie soll ich da das Firmament beobachten, frage ich. Ja, nehmen wir eine Nebenquest an, würde ich sagen. Werde für Aufklärung sorgen. Famos, aber geben Sie Acht. Die Leute sind renitent. Beratungsresistent wahrscheinlich, ja. Okay. Dann gehen wir mal raus. Potzblitz, schildverrückt. Wer zum reinsten Anarchiequell. Ja, willst du es wieder richtig rücken? Stand es nun so? Oder stand es vorher so? Lass mal so stehen, macht mehr Sinn. Mietz, Mietz, Mietz. Hab hier kleine Leckerei. Ah, du erhältst 25 Erfahrungspunkte. Die Maus sehe das allerdings anders. Feini schmecki, was? Glaube fast, mein kleiner, hässlicher Mops fehlt mir ein wenig. Ja. So lange hat er ihn doch noch gar nicht. Okay, anscheinend habe ich der Katze jetzt gerade... Lass mal kurz gucken. Habe ich da jetzt die Maus verfüttert, die ich hatte? Tatsache. Ja, also, ihr kriegt ein paar Erfahrungspunkte, wenn ihr der Katze die Maus verfüttert. Ein großer Heuhaufen. Da ist noch eine Maus. Na. Haha. Kannst du die Glückwunsch, in dir steckt ein echter Kater. Ja, nochmal 25 Erfahrungspunkte. Sag ich nicht nein dazu. Einmal hinterm Haus langlaufen, vielleicht gibt's ja irgendwo was. Okay, da geht's dann nach Westen zum Graf Zeppelin. Und das ist wohl nichts Interessantes. Was bist du für einer? So ein Mist. Ich sollte die Eule Liese melken. Dabei will ich doch viel lieber spielen. Pflicht ist Pflicht. Merk er sich das, kleiner Knirps. Pff. Und wenn ich dir eine Belohnung gebe, Onkel, melkst du die Kuh dann für mich? Melke? Verrückt geworden, was? Belohnung klingt prächtig. Füll einfach einen Eimer mit Milch, dann gebe ich dir etwas ganz Besonderes, Onkel. Melde mich zum Agrardienst ab.
Okay, jetzt brauche ich noch. Gehen wir mal zu so einer Kuh. Kann ich irgendwie nichts machen. Okay. Der hat das einfach, aber sauber. Ein Holzstoß. Kopfsprung hinein, oder was? Ich muss sie wohl bitten, wieder zu gehen. Ja, ja, nerv mich nicht. Na, der Eimer bleibt, wo er ist. Brauche den Eimer aber. Na und? Was könnte hier da kommen? Am Ende geben wir noch unsere Möbel her, weil irgendjemand Bedarf verspürt. Stellen Sie sich nicht so an, ist doch nur ein Eimer. Sie scheinen ihn ja wirklich zu benötigen. Wissen Sie was? Ich schlage Ihnen einen Handel vor. Sie helfen mir und erhalten dafür den Eimer. Ich habe meine Geldbörse im Nebenraum liegen lassen. An sich wäre das nicht schlimm, aber wenn Vater aufs Feld geht, sperrt er immer seine bissigen Hunde dort ein. Ich traue mich nicht in den Raum, aber wenn Sie mir die Börse holen, gebe ich Ihnen den Eimer. Hm. Na super. Es liegt bei ganz... Okay, aber das ist jetzt nicht... Das bin jetzt ausnahmsweise mal nicht ich, der nicht lesen kann. Das steht wirklich. Es liegt bei ganz bei Ihnen. Geldbörse gegen Eimer, Herr Offizier. Ja, ja. Ich meine, ich kann nicht sonderlich gut lesen. Das habt ihr vielleicht auch schon festgestellt. Ich versuche zwar mein Bestes, aber es ist halt nun mal so. Aber das war nicht mein Fehler. So, wir speichern und gehen da rein. Spielweise. Die beiden Hunde bewachen den Raum. Kommen ihnen nicht zu nahe, sonst setzten sie ihre scharfen Zähne ein. Sobald du zu oft gebissen wurdest, fließt du automatisch aus dem Raum. Du kannst den Hunden ausweichen, indem du per Doppelklick auf Tische und Bänke springst. Allerdings darf dein Sprungziel nicht zu hoch sein. Siehst du die Börse? Ja, sehe ich. Dann los, hol sie dir. Hä? Irgendwie kann ich mich nicht richtig bewegen. Okay, also wenn ich zu nah am Tisch an der Tischkante stehe. Au. Okay, ich habe die Geldbörse. Jetzt muss ich nur wieder irgendwie runter. Puh! Hat das jetzt eigentlich Lebenspunkte gekostet? Hm, vielleicht ein paar, hm? Oder ist das noch von vorhin? Oh, Sie haben sich tatsächlich zu diesem bösen Hund getraut. Und Sie haben sogar die Börse. Kleinigkeit. Den Eimer haben Sie sich redlich verdient. Na, endlich. Gut, dann gehen wir zu der Kuh. Okay. Muss ich vielleicht eine andere Kuh nehmen? Zum Melken angetreten. Melken. Und eins, und zwei, und eins, und zwei. Er guckt weg. Melkmanöver erfolgreich ausgeführt. Da. Herkommen, Knips. Habe seinen Eimer mich. Oh, so schnell? Danke, Onkel. Will jetzt aber mein Geschenk haben. Na gut. Ich habe gehofft, du hast das vergessen. Ich gebe dir meinen Glücksbringer. Mit dem fühle ich mich immer ganz stark. Die Firma dankt. Okay, was kann das denn? Wo ist er? Glücksbringer. Er erhöht Kraft um 5, wenn man fest daran glaubt. Kann ich ihn nicht benutzen? Muss ich den ausrüsten? Da gab es doch diesen Dingeschlott, oder? Haha, genau. Superb! Das finde ich ja schick. Was bist du für einer? Sie ist mir einfach weggelaufen. Was hat er denn, hä?
Meine Hedwig ist weg und ich kann sie nicht mehr einfangen. Im Vertrauen, Kerl. Kaufe ihr Pralinen, dann kommt sie wieder angetrapst. Pralinen? Was soll meine beste Legehenne mit Pralinen anfangen? Hä? Henne? Dachte er rede über dumme Gänse. Aber nein, Hedwig ist ein Huhn und sie muss hier aufs Feld zurückgetrieben werden. Aber ich schaff das nicht. Er wird nicht einmal mit einem Huhn fertig. Jämmerlich. Okay. Was haben wir hier noch? Eine Vogelstatue. Achtung! Ach so. Ja, ja. Okay, also du suchst einen Huhn. Habe ich hier irgendwo einen Huhn rumeiern sehen? Eiern. Habt ihr verstanden? Aha, Huhn rumeiern. Wie lustig. Ah, da ist es ja. Was bist du noch für einer? Hören! Benötige dringend Transportmittel, um Zug einzuholen. Hat er da etwas vorrätig? Ein Zug? Ui, ich habe schon einmal einen gesehen. Der sah beeindruckend aus. Hin und wieder hören wir hier das Pfeifen und Rattern, aber... Aha, klingt ja dolle. Wusste gar nicht, was gewöhnlich Volk im Kopf herumspukt. Empfehle mich. Der ist bestimmt aus der Stadt. So eilig und wirr, wie der auftritt. Tss. Wo geht's nach rechts? Kein Bedarf an weiteren Fußmärschen, werde hier nach Rettung Ausschau halten. Aha, okay, jetzt muss ich das Viech von oben runtertreiben, sonst hänge ich an dem Wagen fest. Und jetzt eins nach rechts. Nach unten. Oh ja, das ist ja auch überhaupt nicht nervig, dieser Ton. Nein, nein, nein. Käme ich nie drauf. Okay, da ist noch ein Heuhaufen, um den muss ich noch drumherum. So, aber jetzt. Ui, sie haben das Huhn tatsächlich bis hierher buxiert. Ha, hoch lebe unser herrlicher Offizierkorps. Ja. 25 Erfahrungspunkte. Dafür habe ich jetzt das ganze Huhn durch hier, durch die... Ah. Naja, was soll's. Oh, Nagel im Heuhaufen gefunden. Immerhin. Nadeln wären auch zu unwahrscheinlich. Ah, die Nadel im Heuhaufen. Ja, ja. Ich glaube, ansonsten haben wir jetzt hier alles. Gehen wir mal in das Haus noch. Ach du Schande. Was ist das denn? Was steht denn hier so tatenarm in der Gegend herum, Kerl? Ich soll den Kamin reparieren, sagt mein Herr. Na dann hopp, 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 Fritsch ans Werk. Je, 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 bei dem ganzen Rauch sehe ich aber nix. Wie soll ich da denn einen Fehler entdecken? Entsetzlich. Ist ja fast wie im Fabrikviertel. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Wahrscheinlich genau der gleiche Effekt. Es ist Holz. Elendes Weißbrot. Schlaff und welsch. Keine Nahrung für Soldaten. Weißbrot. Ah, eine Wundsalbe. Teller. Selbst das Porzellan ist schon. Was haben wir hier noch? Eine Reinigungsvorrichtung aus dem Jahrhundert vor der Erfindung der Waschmaschine. Ja, nennt sich Waschbrett. Salz, Pfeffer, Zucker, Kümmel. Vier Gewürze. Sehr geradezu dekadent. Hier hängt Klimper und Klapper, ein wohlsortiertes Küchenhaushalt. Naja, schauen wir mal, im Nebenzimmer ist. Halt, halt, halt! Bei den Bauersleut haben sie nichts verloren, der Herr Soldat. Okay. Du kannst also nichts sehen. Na, was soll ich denn da machen? Kommen wir da hoch? Wenn ich da oben durchgehe, kann ich hier durchgehen? Vielleicht ist ja in dem Heuhaufen da was. Kann ich an dem Haus vorbei?
Augen auf, Kerl! Meint wohl, die Straße gehört ihm allein? Was hängt da? Hier hängt eine dieser neumodischen Fliegerbrillen. Hier hing eine dieser neumodischen Fliegerbrillen. Was haben wir hier? Versuchsfeld, betreten strengstens untersagt, Graf Zeppelin. Haha. Bin trotzdem drauf. Schauen wir mal, haben wir hier was drin? Anscheinend nicht. Schade eigentlich. Ich meine, wenn man da schon so außen rum rennt. Also, was habe ich gerade bekommen? Eine Brille. Kein Bedarf an weiteren Fußmärschen, ja. Ich habe eine Brille bekommen. Hm. Da steht ja eine Blabla. Ich soll einen Kamin reparieren. Dann hopp hopp, frisch ans Werk. Lamentier nicht. Hier, habe Schutzbrille für ihn. Hui, das ist gut. Jetzt macht mir der Rauch nichts mehr aus. Puh, ein Glück. Der Kamin ist repariert. Dann hat jetzt hoffentlich auch der Ärger mit diesem Nachbarn ein Ende. Ja, das war die. Die Quest für. Für unseren kleinen Alchemisten hier. Das dauert mal fix. Können wir die auch noch schnell abgeben. Endlich, der Blick ist klar und unverdeckt. Ich kann Ihnen im Namen der gesamten Alchemie, Lieutenant. Du hast 50 XP. Super. Mit Quest auch mal fertig. Sollten wir aber wirklich mal mit. Neben Graf von Zeppelin reden. Gestatten von Magwitz. Ich bin nicht in die ländliche Idylle gezogen, um mich dann doch wieder lästigen Besuchs zu erwehren. Wie mein? Das laute, unordentliche Treiben der Stadt ist mir ein Graus. Ich habe Lärm in jeder Form. Ich hasse Lärm in jeder Form. Und jetzt knallen sie auch noch vor meinem Haus mit den Haxen. Hinfort, hinfort! Weh, ich höre noch einmal etwas von ihnen. Erstkontakt fehlgeschlagen. Erwäge taktische Änderung. Hm. Okay. Achtung, der lärmempfindliche Graf hat dich in aller Deutlichkeit des Hauses verwiesen. Falls du dich dennoch umschauen willst, achte auf Folgendes. Besonders das Steinparkett des Hausflurs halt bei jedem Schritt. Gib Acht. Möglichst wenig Lärm zu machen. Je mehr Zeit du zwischen deinen Schritten verstreichen lässt, desto leise ist er. Solange du dich auf dem Steinparkett des Flurs befindest, bewegst du dich mit der Enter-Taste fort. Einmal drücken, ein Schritt. Ein Schrittfolge. Die Schrittfolge bestimmst du. Okay, ich würde sagen, wir speichern mal. Wir haben heute wieder einiges erreicht. Und hier machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, viel Spaß und ciao.